Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Polizei in Minneapolis soll aufgelöst und neu organisiert werden. Die Behörde sei in ihrer gegenwärtigen Aufstellung nicht reformierbar, erklärte der Stadtrat der US-Metropole dem Nachrichtensender CNN. In Minneapolis war der schwarze George Floyd vor 2 Wochen bei seiner Festnahme getötet worden. Zwischenfall bei Antirassismusprotesten im britischen Bristol. Demonstranten holten eine Statue vom Sockel und warfen sie ins Hafenbecken. Dargestellt war ein Sklavenhändler aus dem 17. Jahrhundert. Regierung will offenbar rasch zurück zur schwarzen Null. Das sagte Unionsfraktionschef Brinkhaus dem ZDF. Er wolle 2021 oder 2022 wieder zu der alten Haushaltsführung zurückkommen. Um das 130 Milliarden schwere Konjunkturpaket zu finanzieren, muss sich Deutschland in diesem Jahr stark verschulden. Corona-App soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Spahn in der Rheinischen Post an. Die Bundesregierung werde in einer breit angelegten Kampagne dafür werben. Wer die App auf sein Smartphone lade, helfe bei der Eindämmung des Coronavirus. Überschwemmungen in Norditalien. Nach ungewöhnlich starken Regenfällen standen Ortschaften in der Lombardei unter Wasser. Autos mussten abgeschleppt werden. Mehrere Straßen waren unpassierbar. Die Feuerwehr pumpte etliche vollgelaufene Gebäude leer. Das Wetter. Heute im Südosten und Nordwesten überwiegend stark bewölkt, ab und zu Regen. Sonst mal Sonne, mal dichtere Wolken und am Nachmittag örtlich Schauer und vereinzelt Gewitter. 12 bis 23 Grad.